Bei mir hier am Phoenix Sit in der Bremer Bürgerschaft Lenke Steiner, die Spitzenkandidatin der FDP. Frau Steiner, es war sozusagen eine relativ hohe Latte, die da gelegt wurde. Denn in den Umfragen sah das ja gar nicht so doll aus. Wie erleichtert sind Sie heute Abend? Ich freue mich wahnsinnig. Wir haben es wirklich geschafft, den Wiedereinzug nach über 25 Jahren, das erste Mal. Und ich freue mich, dass unsere Arbeit irgendwo bestätigt wurde, dass wir die Chance haben, weiterzumachen, weiter mitzugestalten. Und ja, die nächsten 4 Jahre werden bestimmt wieder eine spannende Zeit und wir werden für Bremen und Bremerhaven was bewegen wollen. Also Sie haben 6 Sitze gehabt und jetzt geht es sozusagen weiter. Jetzt könnten Sie nicht nur einfach Teil der Bürgerschaft sein, sondern Sie könnten nach ein bisschen mehr greifen. Jamaika wäre durchaus eine Option. Wie weit würden Sie gehen, um Jamaika möglich zu machen? Ich glaube, einen echten Wechsel in Bremen und Bremerhaven gibt es nur in einer Jamaika-Koalition. Und ich bin gespannt, wie die Sondierungsgespräche aussehen. Ich bin gespannt, ob wir es in die Koalitionsgespräche schaffen. Ich kann nur sagen, wir wollen auf jeden Fall unseren Fokus auf die Bildung setzen und natürlich auch irgendwo auf das Thema Nachhaltigkeit. Wir wollen dafür sorgen, dass auch beim Thema innere Sicherheit sich etwas bewegt. Und ich glaube schon, dass es viele Gemeinsamkeiten mit den anderen Parteien gibt. Und so gesehen bin ich da im Moment ganz optimistisch. Jetzt muss man einfach mal schauen, auch was tatsächlich inhaltlich geht. Jetzt sagen Sie Bildung, Schwerpunktthema gilt für alle. Ich glaube, das ist sozusagen der erste Konsenspunkt, den Sie haben können mit CDU und mit Grünen. Schwieriger wird es werden bei der Verkehrspolitik und bei der Umweltpolitik. Wie weit Bewegung ist da denkbar? Also ich glaube, gerade beim Thema Klimaschutz, Umwelt und Nachhaltigkeit haben wir alle ein Interesse, dass etwas getan wird, dass es besser wird. Und natürlich müssen wir uns über die Wege unterhalten. Deswegen freue ich mich auch, wer welche Ideen einbringt, was alles möglich ist. Mir ist wichtig, dass auch Bremen seinen Beitrag leisten kann für Klimaschutz, Umweltschutz. Und so gesehen, ich glaube, es ist einfach wichtig, sich gemeinsam an einen Tisch zu setzen und darüber zu diskutieren, wie wir es ein bisschen besser machen können. Bremen hat ja unheimlich viele Baustellen, wenn man es jetzt mal betrachtet. Also wir haben die Bildung angesprochen, schlechtester PISA-Wert. Wir haben aber natürlich auch die höchste Pro-Kopf-Verschuldung. Wie soll es denn weitergehen mit dem Geld ausgeben? Wollen Sie auch die Schuldenbremse reißen oder bleiben Sie sozusagen verfassungskonform und sollen wir quasi mit dem Geld umgehen, was vorliegt? Naja, was wir hier in Bremen geschaffen haben, ist ja insofern gut, dass jetzt erstmalig die Schuldenuhr leicht rückwärts läuft. Ich finde, gerade im Rahmen von Generationengerechtigkeit ist es entscheidend, dass wir an diesem Konsolidierungskurs auch festhalten. Und es ist entscheidend, dass wir auch weiterhin Schulden tilgen können. Ja, Bremen hat ganz viele Herausforderungen, aber ich glaube, es gibt auch eine ganze Reihe noch von Möglichkeiten zu optimieren, einzusparen und Gelder auch anders zu verteilen, anders zu priorisieren. Und eins ist klar, also das Sparverbot in der Bildung war falsch. Da müssen wir einfach mehr Gelder in die Hand nehmen, um auch endlich Bremen von diesem Bildungsmisere letzten Platz wegzuholen, sondern jetzt endlich nach vorne und auf Erfolgskurs zu gehen. Damit es irgendwie klappt in einer möglichen Regierungskoalition und Konstellation, muss auch immer zwischen den Personen stimmen. Frau Schäfer, Sie, Herr Meyer-Heder, der ja wie Sie sozusagen aus dem unternehmerischen Milieu kommt, aber trotzdem total unerfahren ist in Politik. Wird Sie das schrecken? Überhaupt nicht. Also vor 4 Jahren war ich in derselben Situation. Ich war auch Unternehmerin. Ich habe mich auch vorher so noch nicht aktiv mit Politik beschäftigt gehabt. Und ich finde es schön zu sehen, wie er sich damit beschäftigt, wie er jetzt schon sich komplett eingearbeitet hat. Es macht Spaß, mit ihm zu diskutieren. Und ich glaube, da haben wir auf jeden Fall einen ganz tollen, ja, potenziellen Bürgermeister. Und ich glaube, er bringt neue Ideen. Und ich freue mich, wenn wir die Chance haben, da auch dieses Dinge auszuprobieren, einfach mal was machen und dann zu evaluieren. Ich glaube, das wird mit ihm Spaß machen. Vielen Dank, Lenke Steiner, die Spitzenkandidatin der FDP hier in der Bremer Bürgerschaft. Danke Ihnen. Danke, Frau Ahlen. Alles Liebe. Okay.